natürlich von. Lurchi, auch mich haben die Abenteuer der zur Gattung der Schwanzlurche gehörenden Comicfigur durch meine Kindheit begleitet. Und bis heute konnte mir niemand die Frage beantworten, warum das Maskottchen eines schwäbischen Schuhherstellers einen Tiroler Hut aufhat. Den trägt Lurchi auch in seinem allerersten Heftchen, das man damals zu einem neuen Paar Schuhe dazu erhielt. Und dieses 80 Jahre alte, vielleicht letzte Exemplar des allerersten Comicbandes wurde heute in Bietigheim-Bissingen versteigert. Martin Besinger hat das Ereignis in Reimform begleitet. Der Lurchi sitzt beim Sonntagsbraten, zu stärken sich für neue Taten. Da, horch, ein Rufen. Bei mir! Bei Igels brennendes Licht, hallo! Schwarz-gelb das Bein, gelb-schwarz die Hand. Vielen ist der Held bekannt. Wer kennt ihn nicht? Na, diesen Mann da, das ist Lurchi Salamander. Zu Haus ist er in Schuhgeschäften, wo er in schönen, grünen Heften alltäglich stürzt ins Abenteuer, vom Lederboot zum Ungeheuer. Seine Hefte heiß begehrt, die Nummer 1, Seltenheitswert, 2000 Euro soll es kosten, versteigert wird's als Sonderposten. Fast 80 Jahre alt ist heute, interessiert wohl nur spezielle Leute, gedacht als Werbung für Salamander, gedichtet von Direktor Hafner Alexander. Von damals bis heute sind 157 Hefte, dazu gedacht, Kinder zu beruhigen im Geschäfte. Und bekannt war Lurchi weit und breit, wie unsere Umfrage in Stuttgart zeigt. Klar, solche Schuhe habe ich heute noch. Ja, da hat man immer so Heftler gekriegt, da waren wir scharf drauf. Salamander kenne ich noch, ja, aus meiner Jugend. Ja. Diese ganzen Geschichten waren ja immer erzählt in Reimform. Daran kann ich mich erinnern. Und ich meine, ich habe sogar noch eins zu Hause. Derweil Beginn der Auktion in Bietigheim. Wir sind dabei. So muss es sein. 2000 Euro, das scheint verrückt. Warum nur bieten die Leute hier mit? Es sind ganz unterschiedliche Gründe. Einmal die Sentimentalität an die eigene Jugend oder Kindheit, an die Branche, in der man verbunden ist. Die Zeit verrinnt, es steigt der Preis. Manchem hier drin wird ganz schön heiß. Der Hammer schlägt einmal aufs Holz. Der Gewinner, arm, aber mächtig stolz. Nun steht er fest, der neue Mann. Hat er wohl Salamander an? Sie haben ja gar keine Salamanderschuhe an. Wieso kaufen Sie denn Lurchi-Heft? Ja gut, ich wohne in Kommerzheim, ich komme aus Kommerzheim, bin dort aufgewachsen und bin auch mit Lurchi-Büchern groß geworden. Und deshalb war es für mich auch ein bisschen Anliegen, das zu ersteigern. Lurchi liebt er wirklich sehr. Deswegen gab er 10.000 Euro her. Man sieht, der Mann ist ziemlich froh. Frei nach Lurchi klingt das so. Lange schallt's im Ländle noch. Salamander, lebe hoch!